Willkommen, liebe Leute, zurück auf meinem wilden Westen 16-fach-Map hier. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin. So, die Seemaschine habe ich jetzt eingestellt. Müssen wir eigentlich einfach erster W-Punkt sagen. Dann kompilieren wir einmal das. Dann können wir es auch gleich in die zweite Seemaschine reingeben, den Kurs. Nachdem wir, genau, auch die erstmal aufgefüllt haben. Dann muss natürlich auch noch Saatgut rein. Du bist denn eine rechte. Macht aber nichts. Dann hat die eine Seemaschine schon ein bisschen Vorsprung, sodass sie sich vielleicht gleich nicht in die Quere kommen. So, Firefighter fragt nochmal, ob ich nicht Saatgut selber herstellen wollte. Ja, theoretisch würde das schon Sinn machen, aber nicht mehr für dieses Jahr, würde ich behaupten. Bevor ich jetzt Saatgut hergestellt habe. Ne? Das bringt mir ja nichts mehr für dieses Jahr. Das können wir im Winter überlegen. Aber was habe ich denn überhaupt im Lager? 37.000. Kann ich noch eine Mission machen, wo ich noch Getreide übrig kriegen würde für die Saatgutproduktion? Lass das mal auffüllen hier. Check mal. Ich muss ein Stück zurück, weil Dünger ist nichts mehr. Und Saatgut ist ja der hintere Tank. Ne? Ich komme leider immer zum vorderen. Ja, also ich mache hier auch nichts mehr rein. Ne? Das ist mir zu nervig mit dem Silo. Da muss ich aber nochmal. Also entweder nutze ich die ganz normalen Kaufsilos und fülle die dann besser auf. Weil hier ist ja, das ist ja jedes Mal super nervig mit dem Silo, ne? Ich weiß nicht, warum man so eine XXL-Karte macht, aber dann diese Silo-Rohre so gestaltet. Getroffen. Ja, das ist doch gut. Weizen und Gerste ist doch sehr gut Saatgut geeignet. Müssen wir ein bisschen nachkaufen. Kostet aber also wahnsinnig viel, ne? 26.000, 2.640. Aber komm, wir machen hier XXL. Ich will jetzt nicht anfangen wie bei Match. Ne, Matchmap, genau. Wie beim hier Multiplayer. Guck, oh, jetzt müssen wir aber noch 1.000 Euro sparen, ne? Das, darum geht's nicht. Mal hier haben wir einen Träger mit Anhänger. Da ist ein voller Kalkstreuer. Da ist noch ein Träger und noch ein Träger. Wir könnten drei Kalkstreuer fertig machen. Nach dem Motto wieder viel hilft viel. Das ist ja auch passend für das Projekt hier nochmal. Aber dann haben wir auch gleich kein Geld mehr, ne? Wenn wir so viel Kalk nachkaufen müssen. So, gut, die Flugmission können wir gleich starten. Da müssen wir gleich mal hingucken. So, erster Wegpunkt. Du bist rechts 1. Viel Spaß. Hier auf Feld 4. Beim A. Warte, nee. Stopp, stopp, stopp. Viel Spaß mit Gerste. Fahrzeuggarage, Trägergarage, ne? Das ist wieder so ein Fail, wenn man einfach einen Schneiderhelfer hier einfach reinsetzt und viel Spaß. Das hat mit der XML nichts zu tun, das müsstest du die I3D, ne? Aber dann kommt das, das geht ja nicht, du musst das Modell größer machen. Das Modell ist genau wie ja auch das bei mir, das Standardmodell. Und da kannst du das Rohr nicht mal so eben rausziehen. Dann müsstest du mit Blender wahrscheinlich da irgendwie das Modell ändern. Das ist nicht ganz so easy. Oh, guck mal, der ist noch auf Felderstellung, ne?
Ich weiß nicht, warum ich das nicht sehe. Muss aus. Beide waren noch auf der Stellung. Und der Helfer müsste umdrehen, oder? Also, wir fangen jetzt an hier vorne mit Feld 8, glaube ich, war das, ne? Das Rapsfeld. Wir gucken mal, wie das vorangeht. Also im zweiten würde ich schon gerne noch haben wollen. Hof Kalkladen. Ne? Müssen wir nur sehen, dass genug Kalk im Silo hier drin ist. Dann können wir auch gleich nachkaufen. Ist nicht so teuer, ne? Verhältnismäßig trotzdem teuer. Also ich muss, wir brauchen Geld. Ich muss wahrscheinlich wieder nochmal Hackschnitzel verkaufen. Moin Moin, danke fürs Reinschalten. Da merkt man schon. Also mit Kalk ist ein bisschen schwammig, die Angelegenheit. Ich habe das andere Feld jetzt aber nicht eingefahren, ne? Das müssen wir eigentlich auch noch machen. Dann hätte ich aber wieder, weiß nicht mehr, wie es ordentlich einzufahren geht. Feld 4, ne? Das habe ich noch nicht gekalkt, oder? Kalken, kalken, kalken. Ne, 7 und 11 habe ich mal gekalkt. Warte, das ist ein bisschen nervig, wenn das aktiv ist, aber so, ne? Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir auffällt hier rundherum die alten Autodrive-Kurse und alles löschen, was von Autodrive da ist und das einmal wieder sauber aufnehmen. Und auf 12 eigentlich auch, also das müssen wir heute auch noch machen. Brauche ich nämlich wieder Hilfe von euch, Leute. So, 24 Meter, einer ist auf dem Kurs, wir machen zwei Vorgewände. Wir starten auf den Bahnen. Speichern. F08 kalken mit 24 Metern. Erster Wegpunkt. Er soll automatisch auffüllen. Ja, ne? Ja, das geht, die drehen, also die flügen nicht alles kaputt. So, draußen sieht ein bisschen schneller zu fahren.
Autosave. Nur gespannt. Regen kommt bald, ja. Das ist nicht schlimm. Wo Baumwolle kann man so auch ernten, oder? Mal gucken, ob er was ausbringt hier. Gut, dann machen wir schon. Also absehbar, dass wir finanziell den Mittel brauchen, ne? Weil wir haben nur einmal Kalk auffüllen können. Also wir brauchen jetzt auch keinen zweiten Kalkstreuer gerade. Was hat der denn zuletzt gemacht? Mit dem haben wir Silage verkauft, glaube ich, ne? Ja, die sehen an. Das läuft auch. Dann könnte ich eigentlich mal einen LKW mit dem Palettenanhänger habe ich doch bestimmt irgendwo oder nicht. Hallo? Dann können wir schon mal die ersten Beine wegbringen. Da ist einer. XL-Fermenter links möchte Siliermittel haben und XL-Fermenter links möchte Grasnachschub haben. Aber das glaube ich auch nur, haben wir beide Schienen da aktiv? Das brauche ich natürlich aktuell nicht. Also ist da die Powerschiene aktiv, so nach dem Motto. XL links, das ist der hier, ne? Ne, ist es gar nicht. Das hat einfach deutlich weniger Gas bekommen. Der Wassertransporter macht erstmal Pause. So, das haben wir angebracht. Wenn du per Hand auflädst, passen vier Beine auf den Auflieger. Meinst du nicht sogar mehr? Dass ich die einfach längs stapel, da habe ich halt Überbreite, ist ja egal, oder? Doch hier aufmachen und kann die längs raufpacken. Das sind mindestens 6 rauf. Ja, viel Grünland hier, ne? Wir haben nur noch 62.000, also die nächsten Mietgebühren von rein. Ne? Wir haben noch alle Baumwollpflücker gemietet, also auch eine dringend abgeschlossene Missionen. Also sonst kann ich auch keinen neuen Kalknachschub kaufen. In den USA, ne? Find auch. Das sind 4 Ballen hier. Nur auf, um sie halt ein Stück mitzunehmen. Weiß ich genau, wie es nachher ist, aber wie groß der Ball noch sein muss, den ich aus dem Vollerdern rauskriege. Das kann natürlich eben knapp nachher werden, ne, was die Mission angeht. Oh, das war meine. Bei den Superkräfte. Kryptonit, oder wie war das?
Oder war das nicht, nee, Kryptonit war genau das Gegenteil, ne, oder? Wer ist Superman erfahren? Baumwolle ist recht leicht. So fluffig. Na gut, macht er trotzdem so rum. Das geht doch gut. Bauer Andi, vielen, vielen herzlichen Dank für die dicken Substufe 3. Vielen Dank für den 26. Danke dir, danke dir, danke dir. Vielen Dank. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, ne, dass der gleiche Ort ist abzugeben. Frühstück auch ganz gut was ab, die Ernte hier, ne? Das Feld ist jetzt gleich fertig. ...90% Bein. Dann kriegen wir gleich nochmal 4 Stück. Karotten, Mais, Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Zwiebeln, Tabak, Hanf. Hanf ist so übertrieben krass, aber ich weiß, irgendwie ja, aber irgendwie auch nein, ne? Das finde ich zu übertrieben. Dann kann man sich auch gleich Geld cheaten, einfach, kann ich einfach Geld aufs Konto packen. Vielleicht 32.000. Feld 5 ist Baumwolle mit ne, also das ist schon, da bleibt relativ viel Eigenanteil über, ne? Und Baumwolle ist auch ein hoher Preis, das ist eigentlich auch schon fast wieder cheaten. Aber gut, dafür haben wir 4 Pflücker uns gemietet. Ein Bein ist da schon wieder. So, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, war es der gleiche Abgabepunkt? Wahrscheinlich schon, ne? Jo. GD. Ja, meist dachte ich auch gerade, wäre für Sago theoretisch interessant. Der Ball liegt ein bisschen schräg drauf. Nur gleich nochmal wieder nachschieben, glaube ich. Baumwolle pflücken bei Regen, weiß das einer? Also vielleicht soll ich es nochmal genauer definieren. Ja, man kann es pflücken bei Regen, aber hat man eine Ernteeinbuße bei Regen?
Ein Bomberball hat 20.000. Also ich habe jetzt 80.000 schon mit. Hier sollen wir 167.000 wohl abgeben. Und hier 143.000. Es ist gar nicht so, dass der Gefühl für übel bleibt. Stapeln. Und der Film ist für beide so gruselig, oder wie? Hm? Ist der Film jetzt für beide zu gruselig? Bobbletroll, ja. Kinderfilme, die zu gruselig sind für Kinder. Weiß auch nicht, warum das immer so sein muss. So sieht es nicht aus. So, Feld 65 Flüge, dann müssen wir hier drüben nochmal auf diesen halben Bahn ansetzen, das ist aber auch gleich geschafft. Und der kann schon nach Hause fahren. Ja, aber wieder so eine große Maestrasch-Aktion hatte ich dieses Jahr eigentlich keinen Bock drauf. Sagen. Aber können wir, ja, im November können wir immer noch gucken, was passiert. Also im Oktober fange ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr damit an. Also sind wir gleich wieder im Dunkeln unterwegs. Hofplatz. Oder Hofwerkstatt. Egal, hab's aber irgendwo. Keine ordentliche Halle für die. Servus. Was machen die Rosa-Körbe bei dir, Big Bayern-Fan? Immer noch verschollen? Ne? Schaut, die hört sich immer noch gut an. Freuen wir uns auch auf Ostern. So jedes Jahr irgendwie, irgendjemand ist immer krank zu Ostern. Meistens Shelly tatsächlich. Das hat scheinbar System. Jetzt eigentlich, wenn wir den Ball mal so hinpacken, dann können wir doch viel besser stapeln, oder? Vorschau machen sollen, nur dass er besser aneinander passt.
So, dann müssen wir weiter zu Feld 75. Ich sage, machen wir in der nächsten Folge. Erstes fertig hier. Achso, wir können auch diese eine Bahn hier vorne nochmal abpflücken, ne? Das muss ja auch noch mit. Sagen, doch hat doch erpflückt. Easy Granny gibt ja 21% Rabatt für zukünftige Feldkäufe, juhu. Da will ich die Flügel können wir abschließen, dann kriegen wir schon mal 30.000. Können wir einmal Kalk von kaufen. Naja, ab nächsten Jahr ist die finanzielle, ne, Unabhängigkeit am Start hier. Wenn wir im Winter so viel Geld verdienen, dass wir uns komplett entschulden können, ne, Kredit komplett zurückbezahlen können, noch Geld übrig bleibt vielleicht. Wir wollen ja nicht wirklich, wenn wir die Pellets zurückkaufen. Und vielleicht noch die Saatgut, dann war es auch schon mit Geld übrig bleiben. Ja, 75. Oh Gott. Oben links in der letzten Ecke. Na, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ne, machen wir in der nächsten Folge weiter, die Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Nichts geschafft mit Autodrive-Kurse auf Feld 4. Nichts geschafft mit Autodrive-Kurse auf Feld dem anderen da. Naja, vielleicht in der nächsten. Wenn die da wieder am Pflücken sind, glaube ich, geht's ja voran. Ne? Vielen Dank, bis zur nächsten Folge und tschüss.